Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario World. Wir sind immer noch im Forest of Illusion und sind dabei, die ganzen Wege freizuschalten, denn da sind, wie schon bekannt gegeben, ein paar Secret Exits dabei. Und ach, okay, ja. Das Level ist ein bisschen bescheiden, aber machbar. Oh, was da drin? Okay, haben wir noch was. Und da unten nicht rein, so. Genau. Einfach mal reingucken. Ach so, das war nur so eins. Ja, fängt gut an. Okay. Zack. Gibt's irgendein System? Ich weiß das nicht mehr, aber ne, okay. Dachte, ich hätte vielleicht eins gehabt, aber hat nicht funktioniert. Gibt bestimmt irgendein kleines Hilfssystem dazu. Aber so geht's auch. Na, gut, passt. Ja. Na, bisschen drüber fliegen. Anlauf. Schaut doch gut aus. Ui. Aufpassen, was ist da drin? Da will ich reingucken. Auch wenn ich es bereuen werde, weil. Ja, gut. Werden es wieder ein paar mehr Gegner, die überall da aus ihren Blubberbläschen runterfallen. So. Ja, da ist noch ein Chuck. Aber wir fliegen drüber und sind im Ziel. Okay, das war auch ein bisschen viel auf einmal wieder, wie man gemerkt hat, aber wir haben es hinter uns gemacht. Moment, gab es da jetzt auch? Zack, gibt es da überall Secret Exits? Das ist doch doof. Vor allem wo? Wir gucken erstmal ins Geisterhaus. So. Ah, ich glaube, hier weiß ich sogar noch, wie das war. Weil ich meine, man sieht hier schon der Yoshi-Coin da draußen. Den kann man sich vielleicht vorstellen, dass man da draußen irgendwie hin muss. Okay, dazu brauche ich aber, glaube ich, eine Feder. Hatte ich zu wenig Anlauf gehabt gerade. Wollte eigentlich drüber schweben, so. Ja. Okay, knapp. Da ist bestimmt irgendwo eine Feder drin. Okay, egal. Wir haben die Feder. Können wir sie dann auch behalten. Ach. Gut, das war's dann mal wieder. Aber es gibt ja noch einen anderen Ausgang. Theoretisch, irgendwie. Was bist du? Power-Up. Gut, den nehmen wir mit. Haben oder nicht haben. Und eine Feder. Könnt ihr einen hier unten eigentlich erwischen? Ich weiß das gar nicht mehr. Man muss da bestimmt irgendwie fliegen. Nee, nicht unbedingt. Aber war mir klar. Irgendwo war da noch ein anderer Ausgang. Gut, jetzt sind wir hier. Nur die Frage, müssen wir jetzt da weiter? Oder die andere Seite? Oder geht's da noch weiter? Da auf jeden Fall Yoshi-Coin. Da ist noch ein Ausgang. Okay. Bin verwirrt. Dachte, ich weiß es. Aber hey, unser erster Mond. Im Mond gibt es 3 Leben. Wir haben ja noch nicht genug. So, schauen wir mal, was für ein Ausgang das war. Ich glaube, der richtige, den wir brauchen. Nein. Egal. Dann gehen wir nochmal rein. Denn da gibt es noch einen anderen Ausgang, den wir brauchen. Achso, hier, das war wieder mal sehr schlau und fast gar nicht knapp. So, da rein. Umnüber, düber. Okay, diesmal warte ich. So. Gut. War da jetzt was? Konnte man da irgendwo hin? Okay. Nee. Sah jetzt nicht so danach aus, dass es hier noch was anderes gäbe. Nee.
Und noch eine zweite Feder. Weg, weg, weg. Ach. Natürlich muss da jetzt gerade eine auftauchen. Ja. Nein. Ich hab mich nicht. Ach, Halleluja. Hört mal auf. Geht weg. Geht. Die ärgern mich. So. Mal schauen, wenn wir alle hier hinjagen. Dann dahin. Dann rüber. Und. Okay. So. Hat funktioniert. Jetzt nur die Frage, wenn wir da in das erste Türchen gehen. Ist das der andere Ausgang? Oder hätte ich jetzt da in die. Da davor in die Tür gemusst? Wir werden es jetzt gleich rausfinden. Glaube ich. Und. Hey, es war der richtige Weg zumindest. Wir haben ein neues Level erspielt. Oh, das war das. Wow, ich bin voll durchgesprungen, obwohl ich. Und jetzt habe ich ihn nicht berührt und krieg's voll ab. Glaube ich, schön. Aber bei dem müssen wir aufpassen, wenn man das Leben. Mal gucken, ob man da rein kann. Wenn man das Leben klaut von ihm, dann. Fängt er eben an, ganz viele von diesen zu werfen. Und ich will doch da nur vorbei. Halleluja. Nein. Oh Mann. Das ist gerade auch etwas viel. So. So wollte ich gar nicht springen. Okay. Yep. Okay, das war auch ein bisschen gewagt. Da weiß ich. Das war ein bisschen. War das knapp jetzt. Okay. Langsam. Vorsicht. Naja, ich glaube, ich sollte weiterlaufen, weil. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem P-Switch anfangen will. Aber. Oh! Gut, den Chuck, den habe ich nicht kommen sehen. Ui! Auf ein neues. Gleich nochmal rein. Diesmal vielleicht, nicht ausfallen. Nee. Okay. So, das machen wir so. Und so. Gut. Nein! Ich wollte eigentlich nicht höher abspringen, weil wegen dem Leben. Dann dachte ich mir, ich sollte höher abspringen, war aber schon zu spät. Deswegen konnte ich da dann. Okay. Weg da. Machen wir nochmal so. Hat ganz gut funktioniert. Okay, so. Ja. Diesmal hat es geklappt. Feder. Vielleicht ein bisschen Anlauf nehmen. Warten, bis der weg ist. So. Das ist gemein, der ist. Ich habe ihn erwischt. Aber leider kommt er wieder. So. Wollte eigentlich jetzt das mal mitnehmen, so sicherheitshalber. Weiß gar nicht. Okay, war das. Bringt mir das was? Nicht wirklich. So. Aber da kann man rein. Das habe ich mir gemerkt. Denn hier ist dann das Secret Exit. Dann nehmen wir das diesmal mit. Denn hier geht das noch woanders lang. Nicht nur hier. Aber wir gehen gleich nochmal rein und versuchen das Level auch noch normal fertig zu machen. Okay, das war Combo. Erwischt. Okay. Das ist. Doch, ich habe ihn erwischt. Reicht das? Okay. Jetzt fliegen wir mal ein wenig. Drüber zumindest. Wo sind wir? Okay. Den nehme ich noch mit. So, weil hier waren wir ja gerade schon. Machen wir ab hier weiter. Ich weiß nicht, kann der noch
irgendwas anderes auslösen, was wir vielleicht brauchen könnten? Ich weiß es gerade gar nicht. Mhm, ja, gut. Passt. Können wir den damit auch treffen? Hi, Chuck, wollte ich sagen, und dann hat er mich nach oben gehauen in die... Okay, ja, das war schon, wow. Kurz vorm Ziel hat er mich noch weggehauen, aber immerhin haben wir noch einen Pilz rausgeholt. Passt schon. So, einmal Weg quer durch. Jetzt ist die Frage, brauchen wir eigentlich die... Doch, ich glaube, wir brauchen die Secret Exits noch von den Leveln hier. Also da sowieso noch. Auch von dem, dass er auch nochmal den Weg von rechts nach links frei macht. Also wie wir gerade beim Geisterhaus noch gesehen hatten. Aber wir gehen jetzt erstmal in Forest Secret Area. Ach nee, will ich das wirklich machen? Und dann auch noch ohne Federn? Wir probieren es mal. Denn das ist an sich ja wieder ein Autoscroller-Level mit diesen Plattformen hier. Immer steigen und sinken und durch... Oh, wow. Okay. Wir probieren es ohne, was auch immer da drin gewesen wäre. So. Wieso rutsche ich dann immer vorbei? Das gibt's doch nicht. Ah, das war... Okay. Kommt. Manchmal passiert alles anders als geplant. Ah, okay. Hier fehlen noch die, also dieser Switch Palace fehlt da auf jeden Fall noch, wie man sieht. Da fehlen noch diese Blöcke. Der kommt dann anscheinend noch, eventuell irgendwann. Mal gucken. So. Okay. Mhm. Da wären ein paar Leben gewesen. Ich glaube, da hätte ich zu dem oberen... zur oberen Plattform gehen müssen und rüber springen. Wobei, mir fällt da gerade was ein. Oh, habe ich gar nicht registriert. Das, naja, das habe ich schon total vermasselt. Hey, wir kriegen nichts. Ein Möb. Denn uns fehlt ja auch noch ein Secret Exit von der Brücke oben vor dem zweiten Schloss. Ich glaube, das war ähnlich wie das jetzt hier. Das lassen wir mal so stehen. Und schauen mal an, weil ich glaube, eine Feder kriegen wir da eigentlich auch einen Yoshi in dem Level. Und da fehlt uns ja auch noch das Secret Exit. Hier kriegen wir auf jeden Fall eine Feder. Hat man da jetzt auch einen Yoshi gekriegt? Nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, einen Yoshi, denn ganz am Ende, also wenn wir am Zielpunkt sind, ja doch, da musste man, glaube ich, über oder unter das Ziel durch. Okay, das war jetzt total fail. Moment, hoch. Ja, nee. Habe ich jetzt außersehen irgendwie aus dem Emulator rausgeklickt. So, wie machen wir das jetzt am blödsten? Weil ein Yoshi kriegen wir hier nicht, so wie ich das... Nee, gut. Wo kriegen wir jetzt am schnellsten einen Yoshi her? War hier drin einer? Hier drin war, glaube ich, irgendwo vielleicht mal einer. Eine Feder. Okay, das war das. Ach komm, ich hab uns gedreht. Jetzt ist das doof. Naja, einfach durch. Es ist gerade echt... Wow, okay, der kam schneller raus als gedacht.
Dann machen wir es anders. Dann gehe ich mal kurz zum Top Secret Level zurück. Power mich mal auf. Und ja, beim nächsten Part werden wir dann nochmal das Level probieren. Denn das möchte ich noch fertig haben, bevor ich das später irgendwann vergesse. Und das wäre sehr schlecht. Ich möchte ja alle Ausgänge haben und dazu brauchen wir das natürlich. Deswegen einmal das hier. Und mach mich schon mal wieder auf den Weg zurück. Würde dann aber schon mal sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da, Kommentar oder Abo. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.